Hoi Hans, die Masters of the Universe, das ist so ein Ausdruck aus der Finanzbranche, sind nicht mehr die Investmentbanker, das sind andere Zentralbanker, die Notenbanker. Und die sind jetzt im Rampenlicht wie noch nie, weil wir haben Inflation. Inflation, die durch die Decke geht, 8,5% in Amerika, auch in Europa wahnsinnig viel, Schweiz ein bisschen weniger. Wie siehst du das mit den Masters of the Universe? Machen die ihren Job? Ja, früher bei den alten Masters of the Universe, bei den Investmentbankern, die hat man auch können bashen vor allem, oder? Über die hat man können schimpfen, man hat man können Vorwürfe machen, gut hat man nicht viel müssen sagen. Und so gesehen sind natürlich auch jetzt die Nationalbanker, die Zentralbanker, der Masters, weil über die kann man eigentlich auch noch schimpfen. Über die kannst du auch schimpfen oder nicht schimpfen? Kann man nur schimpfen. Nur schimpfen, ja. Also ich meine, jetzt, also nein, bis jetzt sind es eben eine Art die guten Masters of the Universe. Ich meine, Thomas Jordan, Axel Weber, den man da in der Schweiz gut kennt, der früher bei der Bundesbank war, der Mario Draghi, bei der EZB, jetzt die Christine Lagarde und dann, wie sie alle heissen, in Amerika angefangen beim Greenspan. Magst du dich noch erinnern? Das war der Schlimmste, gewesen, ja. Der hat angefangen. Ja, aber die haben immer ihren guten Ruf können behalten. Und jetzt, verständlich. Wie geht denn das? Ja, die in der Finanzindustrie haben die können den guten Ruf behalten. Die Investmentbanker haben natürlich gerne, wenn die Zinsen runtergehen, dann läuft das Geschäft automatisch. Und wo dann die Zinsen halt bei Null sind und da haben da die Masters of the Universe überlegt, ja, was machen wir jetzt? Und gesagt, ja, wir können doch negativ gehen. Komm, wir gehen runter, wir gehen jetzt negativ. Und das ist natürlich eigentlich ein Debakel, oder? Und jetzt zahlen wir die Rechnung, oder? Also die haben einfach immer das Problem mit dem Geld gelöst. Ja. Minus heisst dann noch mehr Geld, oder? Ja. Das Geld ist aber nie richtig angekommen in der Wirtschaft. Jetzt plötzlich das Amerika ist es schon. Das Amerika schon. Und, aber jetzt ist es überall da, oder? Ja, und darum ist die wahnsinnige Inflation. Aber was ich ein bisschen speziell finde bei dem, was du sagst, die haben ihren guten Ruf behalten. Bis heute. Also eigentlich, du sagst nein, nur in der Szene. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Notenbanker haben beim Volk bis jetzt einen sehr soliden, respektablen Ruf genossen. Ja, umso brutaler ist der Absturz jetzt in ihrem guten Ruf, oder? Das ist ziemlich brutal, weil die Inflation, die ist ja da, zum bleiben, oder? Am Anfang haben wir gesagt, ja, sie kommt nicht so fest. Der Holländer, über den haben wir letztens gerade geredet, über den holländischen Nationalbankchef, der hat dann gesagt, Gottlob, haben wir endlich eine Inflation. Ich meine, der müsste sich die Zunge abbeissen, 6 Monate später, dass er das überhaupt gesagt hat an einer Konferenz. Die Notenbanken kommen jetzt grausam an die Kasse, weil das, was sie machen müssen, wird natürlich den Absturz in der Wirtschaft beschleunigen oder auslösen. Und der kommt jetzt, der Absturz. Sie haben den Job eigentlich, die Inflation, Geld, Entwertung oder die Stabilität des Geld im Griff zu haben. Das ist ihr Hauptjob, oder? Und jetzt ist die Geldstabilität in höchsten Massen gefördert bei solchen Inflationswerten, wie man sie seit 30, 40 Jahren gefördert, hat. Sie ist vorbei. Ist sie vorbei, okay, ja, gut. Vorbei. Also, und wenn sie aber den Zügel voll anreißen, anziehen, müssen sie ja machen, mit jetzt Zinsen über 10% in Amerika, um die Inflation zu stoppen, dann wäre ja fertig aus die Maus, oder? Also was können sie denn jetzt noch machen? Ich glaube, sie haben Freude, dass jetzt die Inflation kommt, wenn sie ganz ehrlich wären, aber das sind sie natürlich nicht. Also die amerikanische 10-jährige Bundesobligationen, die haben in der letzten Zeit 15% vom Wert verloren. Das ist natürlich genial. Da hat jetzt die amerikanische Regierung, die unsinnige Schulden angehäuft hat, hat jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen 15% weniger Schulden. Sie könnten das jetzt zurückkaufen am Markt, dann müssen es Hunderte von Milliarden müssen zu weniger zahlen, als sie damals bekommen haben. Das ist doch die Schuldentwertung über die Inflation. Ja, das ist der Schuldner schuldet dann weniger, weil das Geld weniger wert hat. Ja, gut, das haben Staaten haben das immer gemacht in den letzten paar hundert Jahren. Okay. Immer. Gut, aber weißt du, wenn dann das ganze Geldsystem irgendwie es verjagt, dann ist ja das ein kleines Tröstchen, oder, für die Notenbanker und für die letztendlich Politik. Ja, die Notenbanker, die kann man auswechseln dann, oder? Und dann ist ein anderer Rat. Gut, in Amerika haben sie ja dann die New Monetary Theory erfunden. Da haben sie ein paar dumme Ökonominnen und Ökonomen genommen, die gesagt haben, die Staaten können sich unbeschränkt verschulden. Das ist immer gut. Das belebt, das ist gut für die Wirtschaft. Ich meine, da wären wir an der Vorprüfung, selbst als Betriebswirtschafter, wären wir durchgefallen. Aber es ist so gegangen. Wir haben so viele Gespräche für das Thema. Börse so weit und Immobilien ohne Ende und. Oder? Und die Geldschwemme. Und du bist immer eigentlich der, der gesagt hat, ja, warte es nur ab, es kommt. Es ist nie gekommen. Ich habe dich immer wieder gefragt. Du hast immer gesagt, ja, es stimmt, es geht länger, aber irgendwann kommt es. Und jetzt ist es mit aller Wucht gekommen. Das ist also schon eigentlich
eindrücklich. Und gleichzeitig kann man sagen, ja, ist ja klar gewesen, oder? Du würdest sagen, ist ja klar gewesen. Aber noch einmal, ja, etwas musst du machen. Du kannst nicht einfach Notenbanker auswechseln. Du musst jetzt etwas machen. Sie sind gefangen. Wenn es voll lässt, gibt es eine Weltrezession. Also, was würdest du machen? Wenn ich Notenbanker wäre, dann würde ich künden. Und sonst? Ja, nein, du musst ja irgendeine Hoffnung geben. Komm, also das kann nicht einfach fertig sein. Also, ja, die Hoffnung, das ist bei mir immer der gleiche Spruch. Der Schweiz geht diesbezüglich viel, viel besser als allen Ländern rundherum. Oder? Wir haben ja vorher gesagt, die Notenbank hat einfach Geldmenge erhöht, also sie haben sie verzehnfacht. M0 sagt man dem in der Theorie. Das ist das Geld, das die Notenbank selber kreiert. Und M1, das ist das, was nachher in der Wirtschaft ankommt, was ausgegeben wird. Das ist in der Schweiz ist das 4 oder 6 Mal weniger, also ich glaube 4 oder 6 Mal mehr gewesen, ursprünglich 2008, wo die Finanzkrise ausgebrochen ist. Und heute ist M1 gleich wie M0. Aber in Amerika ist jetzt M1 hochgegangen. Das heisst, die unsinnige Geldproduktion, die ist in der Wirtschaft angekommen. Und die kann man auch nicht kurzfristig wieder rausnehmen. Es ist jetzt draussen. Kannst du nicht zurückziehen? Nein. Wird schwierig. Wir haben auch gesündigt, aber du sagst, nie so stark wie die anderen. Man sieht es jetzt schon an den Inflationsraten. Also, sagen wir, EU, also Amerika ist jetzt bei 8,5, die EU ist sicher auch auf dieser Höhe. Aber die sind ein bisschen langsamer im Rechnen, weil es ein bisschen komplizierter ist. Die Schweiz wird nicht ganz dort hochkommen, weil die Schweiz kann immer noch ein bisschen Franken stärker werden lassen. Und das wird in der nächsten Zeit sicher auch werden, vor allem gegenüber dem Euro, vermutlich auch gegenüber dem Dollar. Und dann ist es ein bisschen weniger schlimm in der Schweiz und dann kommen die reichen Ausländer in die Schweiz, weil es da ein bisschen weniger schlimm ist. Gut, eben, es gibt dann die sekundären Zweitrundeneffekte, aber zum Abschliessen würdest du doch sagen, eigentlich jetzt ist es schlimm weltweit mit der Geldentwertung, mit der Inflation, aber in der Schweiz, wir da als Schweizer Bürger müssen eigentlich uns nicht so grosse Sorgen machen. Wenn wir nicht auswandern, dann sind wir nicht so unglücklich.